Herzlich willkommen bei Vivoterra hier und jetzt. Die CO2-Lüge. Trockene Luft besteht hauptsächlich aus den zwei Gasen Stickstoff rund 78,08 Volumenprozent und Sauerstoff rund 20,95 Volumenprozent. Daneben gibt es noch Komponenten wie Argon, also rund 0,93 Volumenprozent. Kohlenstoffdioxid rund 0,04 Volumenprozent und andere Gase in Spuren. Also zusammengefasst besteht unsere Luft aus Stickstoff 78% circa, Sauerstoff 20% circa, Argon 0,9%, also in der Zwischensumme 99,960%. Wie ist es nun mit dem so giftigen CO2? Es sind nur 0,038% CO2 in unserer Atemluft. Aha. Feste und flüssige Teilchen, Aerosole genannt, sind ebenfalls Bestandteile von Luft. Wasser und Wasserdampf sind im Mittel zu 0,4 Volumenprozent in der gesamten Erdatmosphäre enthalten. Diese Bestandteile werden separat aufgelistet. Zusätzlich enthält Luft auch Staub und biologische Teilchen, zum Beispiel Pollen, Pilz und Farnsporen und so weiter. Im natürlichen Zustand ist sie trotzdem für Menschen geruch- und geschmacklos. Die Dichte von Luft beträgt auf Meereshöhe als Faustformel nur ein 1/800 der von Wasser, also nur 1,25 Kilogramm pro Kubikmeter und wird von Temperatur, Wasserdampfgehalt und mit der Seehöhe abnehmenden Druck bedeutend beeinflusst. In Druckluftflaschen mit typisch 4 bis 299 Bar Überdruck hat Luft bei 27 Grad Celsius etwa die 5,0065 bis 270,5-fache Dichte als unter 1 Bar. Und so viel dazu. Frage: Wie hoch ist denn der CO2-Anteil in der Luft? Die Antwort lautet, es sind, wie gesagt, nur 0,038% CO2 in unserer Atemluft. Wer weiterrechnen möchte, wir haben 0,038% CO2 in der Luft. Davon produziert die Natur selbst etwa 96%. Den Rest, also 4%, der Mensch. Das sind 4% von 0,038%, also 0,00152%. Der Anteil von Deutschland zum Beispiel ist Iran 3,1%. Somit beeinflusst Deutschland mit 0,0004712% das CO2 in der Luft. Ja, ich lebe in der Schweiz. Ich nehme nicht die Schweiz als Beispiel, denn dann wären die Zahlen noch viel marginaler. Also verschwindend klein. Im Grunde nicht der Rede wert. Wie wichtig ist CO2 für die Natur und den Menschen? Weil die Marionettenmedien, die Dunkelmächte, die Fake News erzählen uns ja, CO2 sei so giftig für die Natur und den Menschen. Wie wichtig ist CO2 also für die Natur und die Menschen? Auch für die Tiere natürlich. Mit dem CO2-Anstieg ist die Erde seit 30 Jahren erheblich grüner geworden. Und ich mache hier eine Klammer auf, spreche hier nicht von der Abrodung der Urwälder, sondern im Gesamtbild gesehen. Mit dem CO2-Anstieg ist die Erde seit 30 Jahren erheblich grüner geworden. CO2 hat am üppigeren Pflanzenwachstum den wichtigsten Anteil. Man sei dankbar für das viele zusätzliche Laub, die möglichen Folgen der Ergrünung. Von dieser Art Verschmutzung brauchen wir noch viel mehr. Der steigende CO2-Gehalt der Atmosphäre beflügelt das Pflanzenwachstum. Warum gibt es in Gewächshäusern CO2-Anlagen? Ja, von was leben die Pflanzen? Von CO2. Der steigende CO2-Gehalt der Atmosphäre beflügelt das Pflanzenwachstum. CO2 ist den Pflanzen ist es egal, woher dieses Gas kommt, das sie benötigen.
Die Erde ist seit 30 Jahren also erheblich grüner geworden. Seit Beginn der industriellen Revolution ist die Konzentration von Kohlendioxid, CO2, in der Atmosphäre um mehr als 40% angestiegen. Um die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung wird viel spekuliert. Für Pflanzen, Algen und viele photosynthetisch aktive Bakterien ist der CO2, also das CO2 in der Luft, die Grundlage für den Aufbau energiereicher Kohlenhydrate, also für das Überleben dieser Pflanzen. Für diese Lebewesen sollte sich ein erhöhter Anteil an Kohlendioxid, also CO2, in der Erdatmosphäre entsprechend positiv auswirken. Und das ist auch so, etwa in üppigerem Wachstum. Eine internationale Forschergruppe unter der Leitung von Xilong Piao von der Universität Peking konnte nun bestätigen, dass die Erde in den vergangenen 30 Jahren tatsächlich erheblich grüner geworden ist. Der CO2-Anstieg hat also auch am üppigeren Pflanzenwachstum den wichtigsten Anteil. Ja, was wollen die denn? Wie die Wissenschaftler jetzt in der Zeitschrift Nature Climate Change seine Studie berichteten, stellten sich beim Vergleich der Daten mit den Modellen heraus, dass die Erhöhung des Anteils an Kohlendioxid in der Atmosphäre die wichtigste Rolle beim üppigeren Wachstum gespielt hat. Im Zeitraum zwischen 1982 und 2009 nahm die durchschnittliche CO2-Konzentration in der Luft um 46 ppm Anteile pro 1 Million Teilchen zu. Nach Meinung der Forscher sind knapp 3/4 des vermehrten Pflanzenwachstums auf diesen erhöhten Kohlendioxidanteil zurückzuführen. Weitere 10% des Wachstumsschubes beruhten auf einer verbesserten Stickstoffdüngung in landwirtschaftlich genutzten Böden. Der Rest sei auf Variationen in den Wetterverhältnissen, aber auch auf Änderungen der Nutzung von Agrarflächen zurückzuführen. Man sei also dankbar für das zusätzliche Laub. Während der letzten 50 Jahre hat sich die globale Kohlenstoffaufnahme verdoppelt. CO2 steigert die Effizienz des Wasserverbrauchers erheblich. Gesteigerte CO2-Düngung ermöglicht es den Pflanzen, der Luft bei der Photosynthese mehr Kohlenstoff zu entnehmen, das ist ja logisch, weniger Wasserstoff zu verlieren oder beides. Die Photosynthese ist der Prozess, der Sonnenlicht und Nährstoffe im Boden zu Zucker, in diesem Fall Kohlenhydrate, konvertiert. Oder man kann auch sagen, das ist ein Transmutationsprozess, welche das Leben treiben. Viele Pflanzen können Hitze auch viel besser vertragen, wenn das CO2-Niveau höher ist. Wie gesagt, deshalb gibt es sogenannte CO2-Bomben, sogenannte CO2-Anlagen, die die Gewächshäuser mit CO2 fluten. Das ist wie für uns Sauerstoff für den Körper. Wenn du CDL, also Chlordioxid, Solution of Chlordioxid-Lösung, zu dir nimmst. Ein Umstand, der durch Satellitenbeobachtungen von Wüsten und Savannen bestätigt worden ist, wo die Zunahme der Ergrünung augenfälliger ist als in nassen Gebieten. Die möglichen Folgen der Ergrünung. Leitautor Tsai Hun Chu von der Peking University habe so Bell, also wieder in einer Studie der BBC, gesagt, die Ergrünung von der in dieser Studie die Rede sei, habe das Potenzial, den Kreislauf des Wassers und des Kohlenstoffes im Klimasystem fundamental zu verändern. In vielen Gebieten der Welt wird ein wärmerer Planet zu mehr Niederschlag und längeren Wachstumszeiten führen. Das wiederum führt zu weniger Todesfällen durch Verhungern und winterliche Unterkühlung. Und ja, auch wenn er in jüngster Vergangenheit nicht zu beobachten war, ist diese sogenannte Klimawandel sehr real, nur nicht menschengemacht. Trotz eines rekordhohen atmosphärischen CO2-Niveaus gab es, abgesehen von der El Niño-Temperaturspitzen der Jahre 1998 und 2015, laut Satellitenmessungen keine statistisch signifikante globale Erwärmung seit fast zwei Jahrzehnten. Der Permafrost schmilzt nicht, und sonst sind es Fake News. Nichts, muss man wissen, welcher Agenda diese News dienen.
Nichtsdestotrotz ereignet sich dieser Stillstand innerhalb eines fast zwei Jahrhunderte langen natürlichen Erwärmungstrends, der längst schon im Gange war, als im Zuge der industriellen Revolution fossile Treibstoffe verbrannt und SUVs entwickelt worden sind. Von dieser Art der Verschmutzung, CO2-Verschmutzung, ja, in Anführungszeichen, brauchen wir noch viel mehr. Bell zitiert Jesse Ausubel, den Direktor des Programms für die Human Environment an der Rockefeller University. Der entwerfe diese Perspektive, folgende Perspektive. Die globale Ergrünung ist heutzutage der wichtigste ökologische Trend auf der Erde. Die Biosphäre auf dem Festland erweitert sich um 2 Milliarden Tonnen Jahr für Jahr. Vielleicht sogar noch mehr. Bells abschließender Kommentar: Von dieser Art der Verschmutzung brauchen wir also noch viel mehr. Die selbsternannten Eliten wollen die Freiheit der Menschen immer mehr mit aller Macht einschränken. Dieselfahrzeuge sollen verboten werden. Warum wollen sie nicht die Kreuzfahrtschiffe, welche nun wirklich niemand braucht, verbieten? Ein Kreuzfahrtschiff ist so dreckig wie 22 Millionen VW Passat. Nicht du, der kleine Autofahrer, ist schuld, sondern da sind ganz andere Mächte hinten dran. Die CO2-Lüge ist also auch hier nur ein weiteres Instrument der New World Order Agenda 21, dieser Dunkelmächte, um die Menschen einzusperren, zu entrechten und via Schutzgeld, auch Steuern genannt, zu schröpfen. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten Hier und Jetzt. Dann spannst du jeden Muskel deines ganzen Körpers. Alles spannst du maximal an. Und lässt du los. Ja, was bist du denn nach dieser eine Minute? Wenn du loslässt, diese Spannung, Entspannung, dann bist du in der stärksten, der maximal stärksten Haltung. Mit Anstand, mit Würde, mit Charakter. Entspannt. Wir Menschen sind Schöpferwesen. Mit diesem Kurs kannst du unter vielem anderem lernen, wie aktiviere ich meine eigene Schöpferkraft, damit ich mein Leben in jedem Bereich selber bestimmen kann.